Lieber Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren GZSZ. Du bist einfach Kult. Absolut der Oberknaller. Was wäre GZSZ ohne dich? Was wären wir hier privat ohne Wolfgang Barrow? Ich sag immer, solange Gerner noch bei GZSZ ist, ist die Welt noch in Ordnung. Wolfgang, Wahnsinn. Also, nee, Joe, wer denn jetzt? Gibt nur einen Joe Gerner. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Szene bei dir war ich sehr nervös, weil ich halt so noch dieses Fan-Feeling hatte. Du bist ein ganz besonderer Mensch, ein ganz toller Kollege. Und ich kann dir einfach nur von Herzen gratulieren und mich bedanken. Du hast immer gute Laune, hast immer ein Ohr, hast immer was zu erzählen und auch immer sehr spannende Sachen. Und bist einfach ein Herzensmensch. Es war für mich eine Ehre, dann diese erste Szene mit Joe Gerner an der Seite zu spielen. Wolfgang ist einfach so eine Instanz. Mein Partner in Crime, du Freund und Kupferstecher. Ich habe letztens die Folge angeschaut, die rauskam, als ich geboren wurde. Und da warst einfach du auch drin, Wolfgang. Also 30 Jahre ist so eine enorm krass lange Zeit und du kannst richtig stolz auf dich sein. Das ist ein Mann, den kennt ganz Deutschland. Ich glaube einfach mal, das hat vor dir noch keiner geschafft. Wir auch. Es gibt uns ja erst 30 Jahre. So, und das habe ich auch schon gesagt. Also erstens, in den 4 Jahren, in denen ich hier bin, darf ich schon an deiner Seite spielen. Das finde ich ziemlich toll. Und ja, mein 30-Jähriges, da bist du dann hoffentlich auch noch da. Wir haben schon die dollsten Dinger gedreht, im wahrsten Sinne wahnsinnige Geschichten gespielt und ganz viel Spaß vor und hinter der Kamera gehabt. Auf 30 weitere Jahre. Ich hoffe, du bleibst noch die nächsten 30 Jahre bei uns und versüßt mir den Tag. Hallo alle miteinander. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage, wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus, jederzeit. Was macht ihr denn immer noch da? Ich hab doch gesagt, hier klicken. Ich verstehe nicht, was daran nicht zu verstehen ist.